Es sieht schön aus, nicht nur hier in Tokio, ich bin mittendrin in der Stadt Shinjuku. Hinter mir, Sie sehen NTT Docomo, den Tower, und der leuchtet so schön nach oben. Schön sieht es auch an der Börse aus, allerdings blöderweise nicht nach oben. Für den DAX allerdings sieht es trotzdem schön aus. Warum? Weil es ein typisches Kursmuster ist. Wir haben eine starke Abwärtsbewegung gehabt, jetzt ging es nach oben, wer mal Fibonacci anlegen mag. 50% haben wir als Gegenbewegung gesehen, das ist ein Klassiker. Wenn wir ungefähr in diese Bereiche da hochgehen und das wackelig, und genau das hat der DAX getan, dann sind beste Voraussetzungen, dass beim nächsten Bruch eines Zwischentiefs der Markt als nächstes nochmal die Trendrichtung fortsetzt. Und die war in welche Richtung? Sie erinnern sich, die ging nach unten. Und dementsprechend meiner Meinung nach die besten Chancen auf der Abwärtsseite. Wichtig allerdings, dass wir das letzte Zwischentief dort triggern. Also beste Chancen für abwärts. Und das ist nicht nur beim DAX so, sondern auch beim Rohöl. Wer Crude Oil oder WTI, WTI auf seinen Plan hat, der sieht eigentlich genau das Gleiche, was wir dort gerade beim DAX eben besprochen haben. Auch dort, ich muss es eigentlich gar nicht groß erwähnen, scharfe Abwärtsbewegung, anschließend wackelig nach oben. Und wir sind dort eigentlich schon getriggert, aber vor ein paar Minuten hatten wir noch mal eine Chance, was zu tun. Und das haben wir auch für Sie genutzt heute im Trade des Tages. Wie das genau aussieht, lesen Sie besser selber nach. Dann haben Sie einen Eindruck, wie wir mit der Situation umgehen. Ansonsten Gold noch ganz spannend. Im 4-Stunden-Chart waren wir relativ impulsiv nach oben gegangen. 1, 2, 3, 4, 5 lässt sich leicht zählen im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Anschließend ging es nach unten. Ich weiß jetzt nicht den allerletzten Stand des Charts, aber es ging ziemlich so in die Richtung 50%, vielleicht auch 61%. Gucken Sie mal nach. Also typisch auch dort wieder die Fibonacci-Klassiker. So, das heißt noch nicht, dass man zwangsweise dort einsteigen muss, es sei denn, Sie haben irgendwas von der Indikation, dass Sie einen Oszillator verwenden, dass Sie dort irgendein Umkehrmuster sehen. Wenn Sie das nicht haben, dann können Sie auf der Oberseite wieder einen Trigger suchen, um dann long zu gehen, denn sowohl in dem kurzfristigen Bild, was ich gerade beschrieben habe, auf 4-Stunden-Basis, als auch im übergeordneten Bild auf Tagesbasis, da hat man eine schöne Aufwärtsbewegung, anschließend so schön wackelig ABC runter, bietet sich an. Viele, viele tolle Situationen aktuell im Markt. Es ist wieder Volatilität da, es sind wieder Bewegungen da. Hervorragend, besser kann es doch eigentlich gar nicht sein. Und deshalb gebe ich mit Begeisterung von diesem einerseits schönen und spannenden Ort zu Ihnen zurück. Gucken Sie selber im Chart. Wir sehen uns in den Märkten. Bis dahin, machen Sie es gut.